War so, dass sich das System, sag ich mal, mit meiner Laiensprache selbst zerstört hat. Dann gab es diese berühmte Fehlerseite, wenn man im Internet versucht, eine Seite aufzurufen, die kommt nicht. Also 404 steht dann da oder das Portal ist nicht erreichbar, der Server antwortet nicht mehr. 20.000 Antragstellende in Hessen konnten sehen, dass das Portal, das wir angekündigt hatten, dass das nicht funktioniert. Und wenn man dann die Botschaft bekommt, dann fragt man, warum. Und die Antwort war, wir wissen es nicht. Also war es meine Mission, dazu beizutragen, dass die Situation ja beruhigt wurde. Die Agrarförderung ist das zentrale Element der Agrarpolitik. Die Agrarförderung hat existenzielle Bedeutung für, ich würde jetzt mal sagen, 80% der landwirtschaftlichen Betriebe. Und das Agrarportal ist ja nun der neue Zugang für die landwirtschaftlichen Betriebe zur Agrarförderung. Wir hatten hier das Ziel, die Ersten zu sein, die jetzt wirklich auch komplett papierlos unterwegs sind. Also ganz früher hat die Antragstellung auf Papier stattgefunden. Dann ging es weiter auf dem PC, ging über CD, ging über einen USB-Stick. Und früher musste ich mit dem Stick, auf dem die Daten waren, aufs Amt. Habe da den Stick abgegeben, habe einen Datenträgerbegleitschein, einen ausgedruckten Begleitschein gehabt. Das waren ja teilweise 5-6 Seiten. Und mittlerweile mache ich es quasi fertig und klicke auf Antrag abgeben und dann ist erledigt. Das ist sicherlich zeitgemäß, dass öffentliche Förderungen über Online-Angebote, über Online-Portale ablaufen. Zum anderen muss man auch wissen, dass diese Agrarförderung ausgesprochen komplex ist. Wir haben in Hessen 650.000 landwirtschaftliche Flächen, Einzelflächen. Und die können sich jedes Jahr verändern im Zuschnitt. Und das System muss immer genau erkennen, wie groß eine Fläche ist, weil es Auswirkungen hat letztendlich auf die Berechnung der Zahlung. Die Antragstellung findet ja teilweise statt, obwohl auf dem Acker der Mais noch gar nicht ausgesät ist. Und ich habe vorher meine Anbauplanung, ich weiß, wie groß meine Äcker sind, ich weiß auch, wo die sind. Ich habe ja auch ein Luftbild dazu, weil ich muss sie ja auf einer Karte markieren. Man kann sich das wie so eine Art Google Maps vorstellen. Man kann eine Landkarte aufmachen, man sieht das Satellitenbilder. Auf diesen Satellitenbildern sind eingetragen die Shapes, das sind quasi die Flächen der Antragsteller, der Landwirte. Durch diese Flächen kann man durchblättern und gucken, okay, was habe ich auf verschiedenen Feldern angebaut, wie kann ich da für dieses Feld eine Förderung beantragen. Wir hatten von Anfang an das Ziel, die Komplexität aus der gesamten Systemumgebung rauszunehmen. Es gibt so eine Plausibilitätsprüfung vom Programm aus, damit da mal die ganz groben Schnitzer schon raus sind. Das Programm sagt einem dann aber auch, wenn man relevante Dinge vergessen hat. Das schützt den Landwirt selbst, aber erspart nachher auch in der Verwaltungsarbeit zusätzliche Arbeitsaufwände. Wir wollten von vornherein auch sagen, wir wollen den ganzen Schritt der Digitalisierung machen. Wir wollen ein Online-Portal bieten, das ganz ohne jede lokale Softwareinstallation auskommt. Das war ein großer Schritt. Und wir hatten dann ja auch ein paar Anlaufschwierigkeiten am Anfang in der Startphase. Das erste Mal, dass wir live gehen wollten, das war ja wirklich eine Herausforderung. Wir hatten es groß angekündigt, es gibt ein neues Portal, die alte Lösung mit dem USB-Stick fällt weg. Ja, ich glaube, alle saßen zu Hause und haben erwartungsvoll auf das Portal geguckt. Wir selber auch und dann mussten wir leider feststellen, dass so gegen 11 das Portal einfach der Last dem Andrang nicht standgehalten hat. Der Puls ist gestiegen, bei mir wie bei allen Beteiligten. 20.000 Antragstellende in Hessen konnten sehen, dass das Portal, das wir angekündigt hatten, dass das nicht funktioniert.
Wir haben versucht, dann nachmittags nochmal einen Neustart zu machen, weil sie aber auch krachend gescheitert ist und wir uns dann alle wirklich ratlos angeschaut haben. Und dann beginnt eine gewisse Nervosität schon da zu sein. Ja, man weiß, man hat eine enorme Außenwirkung und wenn man nicht weiß, was das Problem ist, weiß ich ja überhaupt nicht, wann ist das Problem aus der Welt geschafft. So, dass wir aber dann gesagt haben, okay, wir müssen jetzt hier vollständig auf die Bremse treten. Und dann war die Überlegung, was machen wir jetzt? Wie gehen wir mit dem konkreten Problem um und wie gehen wir mit der Außenwirkung um? Wir sind natürlich erstens mal sofort informiert worden von der WI Bank, dass es nicht so läuft, wie es laufen soll. Für mich war klar, was da jetzt passiert, dass jetzt von verschiedenen Seiten Rufe kommen, Hilferufe, Beschwerden kommen. Damit meine ich nicht nur die Landwirte, denn wir haben auch etwa 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Bewilligungsstellen vor Ort, die mit diesen Systemen arbeiten müssen. Und die Kolleginnen und Kollegen bekommen zuallererst zu spüren, wenn irgendetwas nicht funktioniert. Unsere Ansprechpartner sind ja eigentlich immer die Mitarbeiter im Landratsamt. Die sagen einem dann schon mal, wenn man anruft, hier, es gibt Probleme, und dann sagen die, ja, da ist irgendwas nicht stabil oder die haben einen Fehler gefunden. Von daher haben wir konsequent mit den Bewilligungsstellen, mit dem Ministerium da wirklich ganz bewusst Videokonferenzen gemacht, so dass man uns das abnimmt, dass wir an der Sache dran sind, dass uns das selbst auch unheimlich leid tut und dass wir uns überhaupt nicht verstecken wollen. Ich glaube tatsächlich, dass diese Entscheidung, offen damit umzugehen, nichts zu beschönigen, dass das geholfen hat, dass die Leute uns weiterhin vertraut haben, obwohl wir in dem Moment objektiv nicht performt haben. Wir hatten am Anfang unheimliche Probleme, überhaupt das Problem zu fassen, zu sagen, woran liegt es denn? Wie immer, man ist sich auch nie sicher, ob man nicht sabotiert wird von außen. Ist es vielleicht gar nicht ein Problem bei uns, sondern haben wir jemanden auf dem System, der da nicht hingehört? Von daher war die Lösung auch nicht so ganz einfach. Also die Schraube, an der man drehen muss, war nicht leicht zu finden. Und tatsächlich waren es auch mehrere Schrauben, an denen gedreht werden musste. Wenn es immer nur ein Problem wäre, wäre es ja zu einfach. Die Firewall hatte einfach eine schlechte Konfiguration, die hat zu viele Leute bei Überlast gedroppt, sagen wir in der IT. Also der Nutzer draußen hat das Gefühl, dass er irgendwie das System nicht mehr antwortet. Ich habe es tatsächlich in den ersten 2 Tagen versucht, meinen Antrag ganz pünktlich zu machen. Dann bin ich oft rausgeflogen, die Seite konnte nicht angewählt werden, dann habe ich einfach nochmal gewartet. Das größte Problem war wirklich, dass das Nachladen dieser Sippenbilder unheimlich lange gedauert hat. Es waren einfach zu viele Bilder, die wir da laden mussten in dem Moment. Und über eine damals noch sehr enge Netzwerkverbindung geschoben haben. Also da hat bei weitem auch die Bandbreite nicht ausgelangt. Wenn halt viel Andrang ist, hat man ja auch bei anderen Programmen oder Systemen, wenn alle Leute von der Arbeit nach Hause kommen und machen Netflix an, dann geht hier in Burgholzhausen auch die Internetverbindung rapide in den Keller. Ich habe eigentlich schon ein klein wenig damit gerechnet, dass es ganz so klappt, nicht laufen kann, wie man sich das vielleicht gewünscht hat. Und es gab nicht ein böses Wort in dieser ganzen Zeit, sondern im Gegenteil, Herr Trautmann hat in der Kommunikation nach außen und auch an uns immer voll unterstützt. Das ist, glaube ich, etwas, das ist selten. Ich weiß auch, dass der Softwaredienstleister, dass da Tag und Nacht gearbeitet wurde, was die Leute zum Teil da für Belastungen ertragen mussten, um die Probleme zu beseitigen. Die Verbesserungen oder die Veränderungen am Programm, die sind spürbar. Also wenn das, sagen wir mal, vor 2 Wochen nicht funktioniert hat, weiß man, okay, jetzt geht's. Also man ist quasi bei der Verbesserung des Programms live dabei. Wir arbeiten ja schon sehr, sehr lange zusammen mit dem Ministerium. Und inzwischen hat sich da ein sehr gutes Arbeitsverhältnis, aber eben tatsächlich auch ein tiefes Vertrauensverhältnis entwickelt. Und das merkt man eigentlich erst, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Ja, das merkt man in so einer Krisensituation, wie wir sie hatten. Bei allem Chaos, den man da gefühlt durchlebt hat, hat es dennoch am Ende des Tages Spaß gemacht. Das ist ja eine Art Reise, auf die man sich begibt. Das heißt, man fängt mal an und man hat mehrere Zwischenstationen, bis man wirklich am Ziel ankommt. Es hat uns sehr zusammengeschweißt, sodass da wirklich aus der Arbeit heraus auch Freundschaften entstanden sind. Und von daher würde ich es nochmal tun. Das Agrarportal wird ja nicht das Ende sein, es ist eher der Anfang der großen Herausforderungen, die jetzt noch bevorstehen. Da wird uns all das, was wir jetzt hier aus dem Agrarportal-Prozess heraus mitgenommen haben, hilfreich sein.